Ja, gestern kam es hier in Ratten zu einem unglaublichen Niederschlag. Es war ein unglaubliches Gewitter. Der Hirschbach ist hervorgetreten, es gab Überschwemmungen. Wie haben Sie die ganze Sache erlebt? Ja, innerhalb von Minuten ist der Hirschbach gestiegen. Wir haben das bei uns schon beobachtet, weil wir die Gefahr wissen vom Hirschbach und haben Gott sei Dank die sofort, wie wir gesehen haben, dass der Hirschbach so schnell und stark steigt, da haben wir sofort intern die Notmaßnahmen gezogen und unsere Mitarbeiter hervorragend haben alle zusammengeholfen und wir haben in letzter Minute das Schiebetor, dieses Schiebetor, das hat 1,40 Meter Höhe und haben das noch zugemacht und das ist ja, klingt ein in den Hochwasserschutzmaßnahmen und haben innen dann mit Stapler und verschiedensten Mitteln mit Tonnengewichte haben wir dann das Tor abgeschützt, weil das hat sich schon durchgebogen um 20 cm. Und dann in der Hochphase, wie das Hochwasser richtig hoch war, hat es teilweise schon drüber geschwappt bei den 1,40 m und dann haben wir schon Sandsäcke draufgelegt. Und ein Riesenglück, dass uns das Tor gehalten hat. Ein Riesenglück, dass meine Mitarbeiter das so wirklich professionell gemacht haben. Und kann nur Gott sei Dank, wir haben ein Riesenglück gehabt, dass wir nicht überschwemmt worden wären, weil sonst hätten wir jetzt ein wirtschaftliches Desaster, wo man gar nicht denken kann dran. Und ja, eine schlaflose Nacht haben wir. Heute kann ich schon wieder lachen, weil wir da alles gut überstanden haben. Und ich kann nur sagen, bin froh, dass wir drinnen gestern das meiste geputzt haben. Und alles andere ist nicht so wichtig. Wir haben keinen Personenschaden gehabt, aber es ist schon ganz, ganz knapp gewesen, dass wir gestern nicht eine große Katastrophe erlebt haben. Und ja, es ist immer, man braucht der Glück, aber wir haben jahrelang daran gearbeitet. Wir wussten, dass der Hirschbach so gefährlich ist. Wir haben die Hochwasserschutzmaßnahmen mehr als erfüllt, was auf uns vorgeschrieben worden ist von der Wildbachverbauung. Und das haben alles gemacht. Wir haben interne Maßnahmen gesetzt, wir haben ein stabiles Tor gemacht, wirklich, das heißt, wir haben richtig investiert und sonst hätten wir das Glück gestern nicht gehabt und da würden wir jetzt wochenlang oder monatelang stehen und das wäre dann ein wirtschaftliches Desaster, wo die Corona-Krise nichts dagegen ist. Wir haben ja die Corona-Krise bis jetzt ohne Kurzarbeit und ohne Kündigungen gut drüber braucht. Wir haben eine gute wirtschaftliche Situation, weil wir so gut und breit aufgestellt sind in der ganzen Metallverarbeitung. Und ja, wir können jetzt stolz sein, was wir geleistet haben in den vielen Jahren vorher in der Planung. Und jetzt gestern war praktisch die Generalprobe, ob wir alles richtig gemacht haben. Und da kann ich nur sagen, 100% erfüllt. Ja, die Probe, die wurde bestanden, das ist gut so. Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie gewusst haben, so, jetzt müssen wir was machen, jetzt wird es gefährlich? Wir reden von 5-10 Minuten. Ich habe das gesehen, wir beobachten ja den Hirschbach dann schon. Wir haben auch die Kameraüberwachung und dann haben unsere eigenen Mitarbeiter haben schon gesagt, wir müssen das dort so machen und ich bin dann auch noch schnell und das ist ganz ein Ruckzuck, muss das gehen. 10 Minuten später hätten wir das Tor nicht mehr zugebracht, weil da hat es oben nämlich die Brücke zu unseren Nachbarn verklaust. Und dann ist nämlich das ganze Hochwasser blitzartig daherkommen, nicht mehr im Bachbett, sondern mit einer riesen Geschwindigkeit eben auf der Straße und vor unserem Firmengelände und vor unserer Einfahrtstor. Und das geht alles blitzartig. Und da kann man nur schauen, hoffentlich passiert niemand was. Und dass wir alle Möglichkeiten trotz Stress professionell machen. Aber es geht so schnell, das kann sich kein Mensch vorstellen. Und dann kommt ja nicht nur das Wasser daher. Da kommen Asphaltplatten, die sind 4 Meter lang und 2 Meter breit. Die kommen daher. Dann kommen Steine mit 3-4 Tonnen kommen daher. Und wenn du irgendwo drinnen bist, dann hast verloren. Und wir haben ein Riesenglück auch noch gehabt, bei uns vor der Einfahrt haben 3 PKWs gepackt, da, bevor das Hochwasser richtig hoch geworden ist. Und wir haben die gewarnt und auch ein Mitarbeiter von mir hat dann noch mitgeholfen und gesagt, fahrt's weg. Die wollten nicht wegfahren und wir haben es dann wirklich mit groben Anweisungen von uns weggebracht und dann sind sie noch ein Stück runtergefahren und noch einmal nicht weggefahren. Und wenn wir das nicht so massiv betrieben hätten, wären alle 3 Autos weg gewesen. Ich hoffe, die Personen wären
draußen gewesen, ansonsten wären die irgendwo im Bach gelandet. Das heißt, das ist das positive Erlebnis, was wir noch gehabt haben und ja, kann man Gott sei Dank. Ja. Und abschließend kann man eigentlich sagen, gerettet hat sie diese Mauer, die sie auch in einer weisen Voraussicht eigentlich schon bauen haben lassen, ja, falls es mal zum Hochwasser kommt. Richtig, wir haben im 91er Jahr, vor 29 Jahren haben wir ein riesengroßes Hochwasser gehabt. Da war die Firma allerdings ungefähr um die Hälfte kleiner. Das waren damals die Hochwassermaßnahmen, Schutzmaßnahmen waren nicht so. Hat sich auch kein Mensch gedacht, dass so ist. Und dann eben 91, da sind wir wochenlang gestanden mit der Produktion. Das war natürlich uns eine Lehre. Und dann nochmals im 2010er Jahr, wie wir dann so große Firmenerweiterung gemacht haben mit 10, 12 Milliarden Euro, was wir investiert haben, haben wir dann natürlich massiv auch mit der Wildbach- und Lawinenverbauung verhandelt. Und was die vorgeschrieben haben, damals habe ich gesagt, das kann es nicht sein, so viel brauchen wir nicht. Und ich habe dann glücklicherweise mehr gemacht, weil der Zaun es hat sich so ergeben, dann haben wir das um einen halben Meter mehr höher gemacht und Gott sei Dank, das haben wir gestern höchst notwendig gebraucht. Und das heißt, diese Investition für knappe 400.000 Euro, die hat sie mehr als bezahlt gemacht. Das war unser Glück.